Hallo und herzlich willkommen. Die Battlefield 1 Demo bzw. die Open Beta Version ist dieses Wochenende verfügbar zum Spielen und ich habe mir gedacht, ich mache jetzt auch mal noch schnell ein kleines Video dazu. Nichts Besonderes, nichts Durchdachtes oder so. Einfach nur mal ein Match schnell und fertig. Nur damit man so ein bisschen einen Einblick in das Spiel hat. Ich habe vorher schon ein kleines Match gemacht. Werden wir jetzt gleich alles besprechen, was mir aufgefallen ist. Was mir erstmal hier negativ auffällt, so ein bisschen zumindest, ist die Musik. Ich will das Battlefield-Theme. Meine Historie mit Battlefield ist wahrscheinlich ein bisschen anders als die der meisten. Machen wir mal hier eine große Schlacht. Ich habe Battlefield 1, also nicht Battlefield 1, das hier, sondern das erste Battlefield damals. Uraltes Spiel. Habe ich sehr gern und sehr viel gespielt mit meinen Freunden zusammen. Wir haben so LAN-Partys gemacht öfter und haben dann zu 6, 12, je nachdem, keine Ahnung, gerne Battlefield gespielt. Manchmal gegeneinander, manchmal miteinander. Das Coole waren halt die Bots. Riesige Armeen von Bots, die aufeinander losgehen, die alle ihre eigenen komischen KI-Regeln hatten. Und man hatte seinen Spaß mit Flugzeugen, Panzer und so weiter. Das war schon sehr cool. Und dieses Battlefield-Theme, diese Musik, dieses da 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 da, ist einfach super cool. Einer der besten Videospiel-Soundtracks, die ich jemals gehört habe, finde ich. Gibt vielleicht mir nur aus nostalgischen Gründen jetzt so, aber die hätte ich hier gerne auch, aber geht nicht. Okay, das Erste, was mir hier auffällt, ich bin wirklich kein Battlefield-Kenner. Wirklich überhaupt nicht. Das Erste, was mir hier auffällt, was ich ganz cool finde, sind Squads. Jetzt kenne ich hier aber keinen und ich bin auch nicht besonders gut in dem Spiel. Jetzt traue ich mich nicht, in so ein richtiges Squad zu gehen. Na komm, gehen wir in das Squad. Butter, was soll's? Butter bei die Fische. Okay, ich nehme hier gleich mal einen Panzer. Jawohl. So. Okay, der steuert sich komisch. Oh, da ist ein feindlicher Panzer. Habe ich ihn? Habe ich ihn? Ich bin mir nicht sicher. Nein, aber jetzt habe ich ihn. Okay, Giftgas, weg hier. So, weiter geht's. Ich hätte freie Plätze, aber wo sind denn Spieler, die hier mit einsteigen können? Kann man irgendwie hupen? Ich bin mir nicht sicher. So, ich gehöre zu Squad Butter, deswegen gehe ich jetzt auch mal zum Punkt Butter. Ich hoffe, man hört mich. Das Spiel ist, glaube ich, ziemlich laut, oder? Aber das muss auch laut sein. Ich glaube, irgendwie ist mein Panzer kaputt. Ich glaube, ich sollte aussteigen. Ich sprint mal einfach so ein bisschen hier nach vorn. Wird schon gut gehen. Was kann schon schief gehen? Oh oh, Panzer, oh oh, Reiter, oh oh, alles. We have taken objective Freddy. Hilfe. Ist der noch hier irgendwo? Der hat sich irgendwie aufgelöst. Wurde der überfahren? Hat der Panzer gerade das Pferd überfahren? Cool. Ich meine, schade für das arme Pferd. Das kann ja wohl wirklich nichts dafür. Aber cool. Ich bin immer so schlimm. Ich bin da wirklich so. Wenn irgendwie in Videospielen oder auch Filmen Menschen sterben, bin ich so, puh, Menschen, whatever. Die haben es verdient. Aber wenn irgendwie ein Hund oder ein Pferd oder irgendein unschuldiges Tier stirbt, da werde ich wahnsinnig. Ja, unglaublich. Ich habe es echt geschafft. Normalerweise, wenn jemand vor mir steht, habe ich keine Chance, weil ich ziele wie ein toter Fisch, oder so ähnlich. Ich würde nicht mal einen toten Fisch in einem Fass treffen. Ich glaube, sowas in der Art wollte ich sagen. So. Oh, Scharfschütze. Okay, was machen wir, Leute? Ich habe Angst. Ich will hier nicht weg. Ich habe ja echt Spaß bei solchen Spielen. Ich bin nicht sehr gut, aber die machen mir echt Spaß. Aber ich muss schon auch sagen, dass ich, man sollte das, finde ich, schon auch ein bisschen kritisch beäugen, dass hier der Erste Weltkrieg, der wirklich ein schrecklicher Krieg war, wirklich ein beschissen grausamer Arschlochkrieg, dass der hier so zum Vergnügungspark wird. Bei Fantasie-Szenarien wie bei Fallout 4 zum Beispiel,
sehe ich da eher weniger Probleme. Ah, jetzt hat er mich doch erwischt. Aber wenn es wirklich so historische Szenarien sind, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich finde es irgendwie... Oh, ich könnte hier nochmal einen Panzer nehmen. Ich mache das jetzt mal. Ah, es gibt auch verschiedene. Was habe ich jetzt genommen? Ich weiß es nicht. Ah, Entschuldigung. Entschuldigung. Ich glaube, ich bräuchte Leute, die jetzt hier in meine anderen Kanonen einsteigen. Das wäre ziemlich cool. Irgendwie kann man bestimmt hupen. Man muss doch hupen können. Ich finde es irgendwie blöd schon wieder. Gefällt mir nicht, dass die Fahrzeuge nicht rumstehen, sondern dass man da wieder reinspawnt. Bin ich kein großer Fan davon. Halt mal, das war keiner von uns, oder? Haha. Vorsicht, Vorsicht, Reiter. Ich weiß nicht, wie das mit Friendly Fire hier aussieht. Jawohl. Oh. Ich werde hier ziemlich beschossen. Ich sehe auch kein Ziel mehr. Also kein... Wisst ihr, was ich meine? Ich schieße blind. Oh, Panzer kaputt. Ich glaube, ich bin kein guter Panzerschütze. Ich verstehe nicht, warum nicht die anderen Leute bei mir eingestiegen sind in die Rundumkanonen. Da wären wir doch ziemlich gut geschützt gewesen. Ein fahrbarer Bunker, ein Rundumschutzbunker. Naja, ich bin auch doof. Glaube ich. Wahrscheinlich. Ich spawn jetzt mal hier bei meinem Teamkameraden. Der ist ein Scharfschütze. Dem verrate ich mal lieber nicht und gehe ein bisschen hinten rum mit meinem Maschinengewehr. Denn wenn ich hier von oben einfach den Berg runterlaufe, dann sieht man mich nicht nur sofort, sondern ich mache auch auf ihn aufmerksam. Versuchen wir mal. Ich habe ihn zumindest einmal getroffen. We have lost Objective Edward. So. Oh, ich bin echt nicht so gut in solchen Spielen, leider. Aber ich habe echt Spaß. So, ich renne jetzt einfach mal voll da rein. Es macht schon Spaß, aber... Ja, es gibt so Kleinigkeiten. Die Map kommt mir auch ein bisschen klein vor, oder? Keine Ahnung. Kann ich die Artilleriekanone hier benutzen? Ist das eine Artillerie oder... Ja, aber ich kann sie nicht wirklich benutzen. Na gut. Okay. We have taken objective George. Okay, wo geht's lang? Ich bin hinter euch. Los geht's, Chili Cheese. Kann man zu zweit reiten? Kannst du mich mitnehmen? Ah! Oh. Yeah! Habe ich die mit... Wollte der das Pferd haben? Habe ich das geklaut? War das unhöflich von mir? Ich weiß es nicht. Aber ich will jetzt mal mit dem Pferd reiten. We have lost objective. Oh! Oh, und das habe ich jetzt davon. Ein unsichtbarer Stealth-Pferde-Ninja hat mich erschossen. Verdammt. Immer wieder das Gleiche. So, was machen wir jetzt? Mal gucken. Gibt es irgendwo was, wo wir mit einsteigen könnten? Sag bloß, ich kann hier in das Flugzeug mit einsteigen. Jawoll! Okay, zeig mir Gegner und ich schieß drauf. Ich glaube, der Punkt gehört uns, da schieße ich nicht mehr drauf. Wir haben schöne bunte Flügel, das gefällt mir. Hallo, Pilot. Wie soll ich denn hier irgendwas treffen von hier oben? Ist vielleicht eher für einen Luftkampf, wenn wir irgendwie von einem... Wow!
kann ich durch die Rotorblätter durchschießen oder kann ich unser Flugzeug treffen? Ich weiß es nicht. Ich versuch's lieber mal nicht. Ich schieß einfach ein bisschen blind mal. Oh, Flak. Ist das ein Zug? Da fährt ein Zug durch. Ein Zug mit einem Flakgeschütz oder so. Ist das ein Freund? Wir werden es nie erfahren. Oh, wir sollten vielleicht wieder aufs Schlachtfeld zurück. Sonst sind wir Deserteure. Okay, gut gemacht. Hast du eigentlich auch ein Gewehr, Pilot? Kannst du auch schießen? Wahrscheinlich, oder? Aber nur geradeaus. Ja, wird auch unten angezeigt. Seht ihr das? Ich bin zwei. Ich kann mich rumdrehen und eins schießt, glaube ich, immer gerade nach vorn. Irgendwas werde ich schon treffen, oder? Nee, ich glaube ehrlich gesagt, ich treffe überhaupt nichts, weil sonst würde angezeigt werden. Aber das ist schon cool, wenn man so hoch ist. Sonst würde irgendwie angezeigt werden, oh, 10 Punkte hier, da verdient fürs Treffen von Gegnern. Aber wie soll man denn auch hier was treffen? Mensch. Oh oh, wir werden verfolgt, glaube ich. Wir werden verfolgt. Nein! Jetzt komm schon! Nein! Ah. Oh, jetzt habe ich ihn aber erwischt, wenigstens mal. Oh, aua. Oh, ich glaube, wir stürzen gerade ab oder so. Nee, ich glaube, wir haben nur kurz ein bisschen den Boden berührt. Kein Problem. Gott. Das waren jetzt aber ein paar Treffer, glaube ich, oder? Schon cool hier. Schon cool. Ich frage mich, was mit dem Zug ist. Ist der anscheinend eine feindliche Spezialwaffe oder sowas? Keine Ahnung. Okay. Ich glaube, das sind unsere Leute. Ich weiß doch auch nicht, auf was ich hier schießen muss. Woher soll ich denn das wissen? Wir sehen doch alle gleich aus. Ich weiß außerdem nicht mal, welche Fraktion wir sind. Oh! Ich glaube, wir sind abgestürzt. Naja, das kommt in den besten Flugschulen vor. Ich glaube, ich fahre mal hier in den Panzer mit. Der erobert gerade einen Punkt. Muss ich... geht das nicht? Oder? Aber der wird mir doch angezeigt. Ah, jetzt geht's. Okay, los geht's. Ich bin bereit. Was machen wir? Der ist auch ziemlich voll hier. Und wir haben einen anderen Panzer als Verstärkung dabei. Gib mir ein Ziel und ich schieß drauf. Hier fühle ich mich wenigstens ein bisschen sicher. Hab zwar auch nicht viel zu tun. Aber... warum lasse ich mich nicht mal ein bisschen spazieren fahren? We have lost objective button. Au, wer war das? Oh, du warst das! Ich schieße einfach mal drauf. Ich weiß gar nicht, ob man den verletzen kann. Aber den kann ich verletzen. Also unfassbar. Na, also, wie viel hält denn der aus? Oh, ich glaube, wir sind gerade durch eine Wand durch. Cool. Ich habe es leider nicht wirklich gesehen, aber immerhin. Genau, und das ist das Zweite, das mir aufgefallen ist. Mir persönlich wäre es lieber, würde man schneller sterben. Man hält ein bisschen zu viel aus. Irgendwie so ein bis zwei Treffer sollten eigentlich genug sein, finde ich. Aber das ist, glaube ich, vielleicht einfach nur Geschmackssache. Keine Ahnung. Ah. Na gut. Dann macht ihr das und ich schaue da drüben hin. Bin mir nicht sicher, ob ich noch schießen kann. Nicht wirklich, oder? Komisch, ich sehe keine Schüsse, aber unten wird trotzdem dieses Unendlich-Zeichen voll. Ist vielleicht ein Bug. Ich wechsle mal den Fahrerplatz.
Hier ist irgendwie das Gleiche. Keine Ahnung. Dann steige ich vielleicht aus. Und lauf mal irgendwo in Deckung. Oh! Okay. Ist ja nochmal gut gelaufen. Oh Gott. Ach guck, der Zug hat wirklich eine Energieleiste. Ah, ich verstehe. Der Zug ist hier auf der Map sowas wie der Zeppelin, den wir aus der Demo kennen. Quasi die Spezialwaffe von dem Team, das im Nachteil ist. Das verlierende Team kriegt quasi als Verstärkung dann diese Superwaffe. We have lost Objective Freddy. Hey, ich bin voll der Rambo gerade. Oder? Ich fühle mich zumindest cool. Hey, Victory! Na also, ist doch gut gelaufen. Ich war gar nicht so schlecht, oder? Ihr habt doch ein bisschen Battlefront-Erfahrung. Und es fühlt sich ja doch gleich an, ein bisschen. Es steuert sich gleich. So. Na gut. Best Enemy Vehicle Destroyed 6. Ich habe doch keine 6 Enemy Vehicles destroyed. Unser Squad war das, oder? Ja, genau, unser Squad war das. Hey. Kill-Death Ratio 2,5. Das ist gar nicht so schlecht, oder? Ich bin zufrieden. Ich bin mehr als zufrieden. Aber das ist jetzt in der Beta so. Im Hauptspiel wird das wahrscheinlich dann ganz schnell ganz anders aussehen, weil irgendwann sehr schnell spielen dann nur noch irgendwie die Vollprofis und dann... Na gut, keine Ahnung, interessiert euch das Spiel? Würde euch das wirklich interessieren? Weil dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir uns das auch mal in einer kleinen Let's Play-Reihe, wenn es dann released ist, wirklich mal anschauen. Ja, ich würde sagen, ich belasse es jetzt mal dabei, oder? Oder machen wir noch ein Match? Machen wir noch ein Match. Ah, ich wollte ein Flugzeug. Nein, ich war zu langsam. Und irgendwer springt aus seinem Flugzeug raus und... Also wirklich. Ich will auch mitfahren. Oh. Die sind gemein. Nie lassen wir die nicht mitspielen. Okay. Mitkommen. Einsteigen. Okay, los geht's. Jetzt holen wir uns die... Gegen wen kämpfen wir denn? Die Briten. Jetzt holen wir uns diese britischen Schweine. Diese Lemons. Okay, bei B ist schon jemand. Dann fahren wir mal gleich zu D, oder? Radikal. Oh, Sandsäcke. Ups. Hallo. Ich steig mal eben schnell aus und gehe hier irgendwo in Deckung. Ich krieg mal hier unter diese Kutsche. Oh oh, da wird schon gekämpft. Oh oh, ich hoffe, diese Kutsche beschützt mich vor abstürzenden Bomben und so. Bestimmt, oder? Die sieht robust aus. Hat eigentlich gerade wer unser Auto geklaut? Verdammt. What? Okay. Von mir aus können wir weiterfahren. Will irgendwer mitfahren? Ich muss echt rausfahren. Man kann in der Third Person fahren. Das gefällt mir gleich viel besser, wirklich. Also Autofahren finde ich in der Third Person echt besser. Dann sehe ich auch, ob jemand drin ist. Aber ich muss doch wirklich irgendwie... Oh, oh, ich glaube, ich hau mal ab hier. Whoop, macht's gut. Tut mir leid, Leute. Aber gegen den Panzer komme ich nicht so ganz an. Oh. Aber ich kann ihn ablenken. Damit rechnet er nämlich nicht. Ja! Mit dir nehme ich es allemal auf. Okay, ich glaube, ich kann ihn umschmeißen. Ziemlich gut. Ich habe ein ziemlich mächtiges Auto anscheinend. Na also, hat doch Blenden funktioniert. Oh Gott. Ist ja nur eine Beta, mein Gott. Ist ja nur eine Beta. Da kann sowas schon mal vorkommen. Na warte, dich kriegen wir auch noch. Oh, schade, vielleicht auch nicht. What? Wer braucht Waffen? Oh
Okay, okay, ich habe alles unter Kontrolle. Puh. Hey. Alles klar, das geht. Ich glaube, ich steige aus. Ich habe nur noch 8 Lebensenergie beim Auto. Verdammt. Ich habe den doch echt gut getroffen, oder? Aber der hat ein Maschinengewehr und ich habe keine Ahnung, was ich da hatte. Irgendwas mit Einzelschuss anscheinend. Aber da steht MG. Warum hat was das MG heißt nur Einzelfeuer? MG steht doch für Monster Gun, dachte ich. Okay, wir sind hier auf einem Haus mit Teppichen. Ich gehe mal runter und lasse den Sniper hier alleine. Und laufe mal so ein bisschen hier so Richtung Punkt G oder F, je nachdem, wer näher ist. Oder C. Ah, da oben ist auch mein Squad, glaube ich, oder? Die Grünen sind, glaube ich, mein Squad. Ja! Da steht ein Panzer. Einfach so. Warum benutzen den keiner? Jawohl. Ha, verdammt. Oh, ich sollte aussteigen. Irgendwer schießt da drauf. Finde ich nicht gut. Laufen wir mal hier in dieses Häuschen und verstecken uns hier. Tür zu und... und totstellen. Ugh. Ich glaube, hier bin ich sehr gut versteckt. Ich laufe mal aufs Dach, aufs Haus. Kann man die hier irgendwie einschlagen oder so? Ah. Oder aufmachen, geht auch. Ich kann so gut zielen, ey. Kann ich das nicht aufmachen? Doch, man darf nicht zu nah dran stehen. Ah, verdammt, da stand das so schön. Ich war zu langsam. Oh, oh, ich habe ein bisschen Angst. Ich glaube, ich mache mal hier auf. Kriechen wir mal hier die Treppe runter, ganz unauffällig. Hier ist aber ganz schön was los. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, so viele Leute. Granate! Noch eine Granate! Oh, lieber wieder in Deckung gehen. Oh. Oh, die sind ja überall. Mensch, gehen wir lieber wieder in unser... Oh, oh, gehen wir lieber nicht mehr. An die Wand geklatscht. Tja. Aber ist ja zum Glück nur ein Spiel. Deswegen können wir auch einfach gleich wieder einsteigen. Wenn das halt mal im wahren Leben auch gehen würde, dann wäre Krieg halb so wild, glaube ich. Tja. So. Ich gehe vielleicht mal ein bisschen in Deckung und ein bisschen aus dem offenen Feld. Da unten steht ein Fahrzeug. Da steigen wir mal ein. Der da oben ist es, oder? Leider kann ich nicht so hoch zielen, sonst würde ich jetzt mal panzermäßig auf den schießen. Aber ich treffe den nicht wirklich. So. Und nochmal. Und dann können wir jetzt von mir aus da hochfahren. Genau. Dann geht mal einer ins Geschütz. So, Charlie gehört uns, oder? Dann fahren wir jetzt mal woanders noch hin. We have lost Objective Duff. Fahren wir mal runter zu F. Oh, oh, da ist ein Panzer. Schaffen wir den? Kommt schon. Den schaffen wir.
Vielleicht auch nicht. Vielleicht können wir dem gar nicht tun. Vielleicht war ich gerade total doof. Aber ich spiele halt Spiele so. Ich bin halt so. Ich bin halt so doof. Was soll ich denn machen? Kavallerie. Die soll ich machen. Kavallerie? Yes. Los geht's. Die kann man wiederum nicht in der Third Person spielen. Die Kavallerie sind quasi so ein bisschen die AT-ATs des Ersten Weltkriegs. Die AT-STs meine ich natürlich. Okay, los geht's. Galopp. Oder so. Ich bin nicht so gut im Reiten. Da kenne ich mich nicht aus. Aber ich glaube, das ist Galopp. Galopp ist schnell, oder? Und Trab ist langsam. Irgendwie so. Auf jeden Fall reiten wir mal zu Punkt Butter. Mein Lieblingspunkt. Der köstlichste unter den Punkten. We have lost objective apples. Au. Absteigen und in Deckung gehen. Besser in Deckung gehen und weniger erschießen lassen. Oh, und Granate und tot. Ah, ein Scharfschütze da hinten. Guckt euch den an. Was für ein Arsch. Tja, so viel zu meiner tollen Kavallerie. Dann gehe ich mal wieder zu meinen Squad-Mitgliedern da. Das ist schon gut, dass man bei denen spawnen darf. Ich sollte mal eine andere Klasse nehmen, oder? Ich nehme irgendwie immer die Standardsoldatenklasse. Ist eigentlich gar nicht so gut. Wollen wir mal einen Sniper versuchen oder sowas noch? Mal schauen, wenn sich's in dem Match noch ausgeht. Jawohl, dann nehme ich noch einen Sniper oder so. Ich habe keine Ahnung, was ich da mache. Aber hey, ich habe noch ein Fahrzeug verwundet. Ich habe echt gedacht, weil gerade einer ausgestiegen ist, ich dachte mir, ich könnte ihm jetzt den Panzer klauen und ihn damit erschießen. Aber da saß leider noch ein Fahrer drin. Schade. Ach, verdammt, wollte noch eine andere Klasse. Ah, nehme ich beim nächsten Mal. Was machst du hier drin eigentlich? Camper. Ja gut, der ist ein Scharfschütze. Der darf das. Wenn der nicht öfter mal die Position wechselt, dann ist er eh verloren. Aha. Ich weiß jetzt nicht sicher, ob der in dem Haus war oder da hinten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss mal hier nachladen. Ich wüsste nicht mal, wie ich Nahkampf mache. Ah, jetzt weiß ich's, okay. Sehr gut. Was ist das hier eigentlich? Was habe ich da? Ah, ich kann hier Dynamit legen und dann zünden auf Kommando. Mach ich mal. Okay. Hätte ja sein können, dass zufällig einer reinläuft. Jetzt habe ich eine Gasmaske auf. Sieht man gar nicht. Habe ich gerade... Nee, ist schon gut. Wo kriege ich denn wieder meine Waffe? Hier ist die. Okay, jetzt habe ich alles unter Kontrolle, glaube ich. Jetzt machen wir weiter, wo wir aufgehört haben. Hier ist ja ganz schön was los auf diesem Punkt. Oh Gott, ich ziel so schlecht. Ich mache lieber mal die Tür zu. We have lost objective apples. Au. Das hat sich so angehört, als hätte er meinen Helm getroffen. Kann das sein? Meint ihr das möglich? Wahrscheinlich, oder? Es hat so Kling gemacht. Irgendwas Metallisches auf jeden Fall. Hey, da steht ja ein Auto. Warum die keiner mag? Ich finde die so cool. Aber anscheinend weiß ich nicht. We are losing objective Charlie. Irgendwie, ja. We have taken objective apples. Oh, nachladen, schnell! Der ist bestimmt schon über alle Berge, aber vielleicht kann ich das Ding in die Luft sprengen. Und die ganze, naja, vielleicht aber auch nicht. Schade. Ich hätte echt gehofft, dass das Ding vielleicht explodieren kann und dann das ganze Haus mitnimmt, weil da oben steht doch einer, ich sehe ihn doch. Aber anscheinend kann das Ding leider nicht explodieren. Kann ich durch Wände durchschießen eigentlich? Wisst ihr das?
Ich weiß es nicht, offensichtlich. We have lost Objective Duff. Jawohl, wir haben den Fahrer. Los geht's, Fahrer. Jetzt holen wir uns ein paar Briten. Der fährt ungefähr genauso wie ich. Nee, der ist vorsichtiger. Der geht auch manchmal vom Gas. Sowas gibt's bei mir gar nicht. Wer bremst, verliert. Wo fahren wir denn hin? Ah, wir holen uns Punkt A wieder oder verteidigen Punkt B. Flammenwerfer? Flammenwerfer sind aber nicht nett. Au, wer war denn das? Wart ihr das wieder, oder? Typisch. Schau, aber der rammt die anderen Fahrzeuge auch. Das finde ich gut. Das ist zwar nicht gerade die feine englische Art, aber es macht Spaß. So, ist zufällig wer Mechaniker und kann das Auto reparieren? Hallo? Nein? Dann steige ich lieber auch mal aus, weil sonst sterben wir hier. Oh nein, nicht Objective Butter! Oh, ich wollte gerade einsteigen. Ha, es steht noch. Oh, das sind Bomben, oder? Au! Unverschämtheit! Wie kommt denn der hier rein? You versus Foe. Aha, da kriege ich eine persönliche Erzählung. So, jetzt können wir mal eine andere Klasse probieren. Und zwar einen Scout. Ich bin überhaupt nicht gut als Scharfschütze. Aber wirklich überhaupt nicht. Aber ich klettere jetzt gleich mal hier auf diesen Berg da drüben. Das ist bestimmt eine gute Sniper-Position. Autos! Ah, ich fahre so gern Auto. Naja. Okay, das heißt, Panzer und Flugzeuge sucht man sich am Anfang aus. Autos stehen einfach so rum. Naja, okay. Also ich bin ja echt ein riesen Star Wars Fan und ich hoffe, dass einiges von dem, was ich hier in dem Spiel gesehen habe, jetzt auch seinen Weg in Battlefront 2 finden wird, das mit Sicherheit Ende nächstes Jahr dann irgendwann kommt. Weil ich es schon cool finde. Aber wahrscheinlich bleibt Battlefront immer so ein bisschen die Casual-Schiene, weil man da einfach ein breiteres Publikum ansprechen will. Und Battlefield hier eher so ein bisschen Hardcore, wie man so schön sagt. So, ich kletter hier einfach mal auf den Berg. Keine Ahnung. Ist wahrscheinlich eine super Idee, wenn ich dann ganz oben stehe und so komplett strahle. Okay, ist nicht so leicht, da hochzuklettern. Jetzt bin ich hier irgendwo mitten in der Wüste, ist auch nicht so gut. Dann gehen wir an das Ende hier vom Berg. Nein, dann gehen wir hier irgendwo hoch. Ja. Okay. Okay, und jetzt schauen wir mal, wie gut wir hier in den Berg hineinklettern können. Steady Scope. Kann ich auch irgendwie mehr zoomen oder ist das... Okay, Gasmaske. Auch nicht schlecht. Nee, das ist der maximale Zoom, glaube ich. Also es gibt nur einen Zoom, was ja auch Sinn macht. In Wirklichkeit gibt es ja auch nicht mehr Zooms. Süme. Steht einer auf dem Pferd einfach so. Verdammt. Oder sitzt da gar keiner drauf? Doch, ich glaube schon. Scharfschützen schießen ist schwer. Da könnte er so lange stehen bleiben, wie er will. Ich treffe den eh nie. Oh, das war gar nicht schlecht, oder? Das war gar nicht schlecht, glaube ich. Nee, da muss ich... Nee, ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Das ist echt schwer. Fällt mir echt super schwer. Noch dazu so ein Reiterkerl hier. Der reitet wie wild ums Feuer. Das ist bestimmt Rumpelstilzchen. Jetzt habe ich ihn. Horse wounded. Die Dinger müssen doch explodieren, verdammt nochmal. Die sehen so aus, als würden sie explodieren. Ich glaube, der weiß genau, dass ich hier bin und versuche, ihn zu treffen und spielt mit mir, oder? Ah, der Schuss sah so gut aus. Naja. Hier haben wir noch jemanden. Oh, oh, der steigt gleich hier ein. Zu spät. Ich ziele viel zu niedrig. Jawohl! Ah, das war ein schöner Schuss, oder?
Jetzt sollte ich lieber abhauen, glaube ich. Ist das schon Sprinten? Na gut, schneller wird's nicht mehr, gut. Oh oh. Ich gehe mal lieber hier so ein bisschen in Deckung. Ah, es kommt ein Sandsturm auf. Seht ihr das? Oh, da sitzt anscheinend auch seitlich einer drin. Und ich bin kaputt. Ja, das hätte ich mir denken können. Jetzt wäre eh auch einer hinter mir gekommen. Oder gehört der zu mir? Ah, ich glaube, der gehört zu mir. Der wirft Granaten auf den. Cool. Okay, reviven wir mal. Nehmen wir mal noch einen Support und gehen mal hier Delta. Oh, hier oben, hier. Beta geht gerade voll die Action ab. Oh, ist leider schon vorbei. Naja, okay. So, ich würde sagen, jetzt hören wir wirklich auf. Ist schon lang genug hier. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, bitte liken nicht vergessen. Und überlegt doch, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr wollt. Wäre cool. Wenn ihr Interesse an einem Battlefield 1 Let's Play habt, dann sagt mir Bescheid. Vielleicht machen wir das dann auch wirklich, wenn das Spiel dann offiziell rauskommt. Ja, und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Dann macht's gut. Bis dann. Ciao.